Wie kommen wir denn zu unserem zweiten Marker? Da oben ist er irgendwo. Lantana, kommst du mit? Kommst du? Nein? Okay. Ich weiß nicht, ob sie mitkommt, ehrlich gesagt. Vielleicht ja nicht. Vielleicht kommt sie nicht mit. Wow. Okay, tschüss. Kein Bock auf euch. Oh, da ist ja noch so ein Vieh. Weg hier. Oh, da ist noch ein Gegenstand. Moment. Was haben wir denn hier Schönes? Wie kriege ich das denn kaputt? Wie kriege ich das klein? Ist hier irgendwo ein Riese? Oder kannst du das zerstören vielleicht? Vielleicht geht das ja. Ich lenke... Oh, hallo, was ist das denn? Moment, ich probiere erstmal, ob ich einen von den Viechern hier hinbekomme. Wobei, die Krabbe ist eigentlich stärker, oder? Komm mal her. Oh mein Gott. Komm her. Geht das? Das sieht nicht... Doch, das sieht danach aus. Okay, cool. Okay, ich will gar nichts mit dir. Lass mich in Ruhe. Ich will nur das Ding hier. Oh mein Gott, komm. Schmiedestein 8. Geil. So, aber was ist das hier gewesen? Ein steinschweren Schlüssel? Das gucke ich mir mal an. Lantana. Lantana, komm. Lantana, ich brauche dich. Wobei, hier ist wahrscheinlich, wenn das hier die Höhle der Verlorenen. Dann rufe ich... Alter, hier ist einfach ein Drachenkopf. Bist du tot? Ja, ne? Geil, okay. So, ich mache jetzt mal... nein, nach vorne. Die verlorene Gnade, das war jetzt eher Zufall, dass ich das hier gesehen habe. Wir rasten. Ich weiß nicht, ob ich genug Runen habe. Wir haben sogar auch genug Runen für 2 Levelaufstiege. Wow! Freunde, was ist hier los? Ja, wie Weihnachten und Ostern. So, Kondition. Das geht einfach nicht nach oben, die Ausdauer, ne? Die Ausdauer geht einfach nicht nach oben. Geschick. Kraft und Stärke vielleicht? Wie wäre es damit? Kraft und Stärke. Ich glaube, das ist eine gute Kombi. Let's go. Und wir haben noch 110.000. Wir können immer noch eine Stufe nach oben gehen. Dafür brauche ich aber was. Nämlich, ich nehme mal einen von denen hier. Reicht das? Das reicht nicht wirklich. Einen hiervon müsste, ne? Schon eher. Schon eher. Ich weiß nicht, ob es reicht. Wahrscheinlich nicht. Das gibt's doch nicht. Okay, wir brauchen 140.000. 140.000. Das heißt, ich brauche noch... Wie viel habe ich? Ich brauche noch 8.000. Und die Dinger geben wie viel? 7,5. Das reicht. That's enough. That's enough, my friend. Stufenaufstieg. Was mache ich denn? Kondition. Oh. Kondition, Geschick vielleicht? Ich mache Kondition. Was soll's? Kann ich eigentlich hier... Nein, kann ich nicht, ne? Flasche bereits maximal aufgeladen. Oh. Die kann nicht weiter erhöht werden, die Menge. Wir sind beim Maximum angekommen. Oh. Ach so. Ja gut. Gut zu wissen. So, auf den Drachen kann ich nicht steigen von hier. Schauen wir uns die Höhle mal an. Goldene Rune 7, Sanks. Was zum Henker macht ein Drache hier? Und wie ist der hier reingekommen? Nahkampf voraus. Bam. Okay, dann schauen wir uns mal in dieser Höhle ein bisschen um. Mhm.
Links oder rechts? Erstmal hier. Der hat was fallen gelassen. Nämlich sein Frostfett. Okay. Was schnarcht denn hier so? Was bist du denn? Die Ekel-Tiecher sind das. Oh, die sind echt ekelhaft. Die sind wirklich ekelhaft. Bäh. Ich gehe erstmal hier rein, weil es hier dunkler ist. Vielleicht ist das auch der falsche Weg, aber nein, hier kann man durch. Hier sind Ratten. Oh Gott. Ja, ist mal die Ratte. Das hat Prio. Alter, die Kamera ist mal wieder bestens postiert. Bestens postiert die Kamera, wie immer. So, ist das hier ein Geheimgang? Ist es nicht. Hier könnte man rein. Hier! Frostfett. Geil. Unerwartet das Mist. Ich glaube, Frostfett ist nicht wirklich das Allergeilste, was man finden kann. Bösartige Person voraus. Wo denn? Hier ist aber kein Geheimgang, oder? Wohl nicht. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir doch hier lang. Dann war das doch der richtige Weg, hier hinzugehen. Denn das war eine Sackgasse. Und wir suchen ja die Sackgassen. So. Ah, hättest du mal lieber liegen bleiben sollen, wa? Nice. Den Schmetterling. Ich weiß gar nicht, wie viele Schmetterlinge wir schon haben in unseren Taschen. Das ist schon eine Menge. So, was ist... Okay, da brauche ich ja nicht mal lesen. Das sieht ein Blinder, was das hier ist. Nämlich kein Geheimgang. Ist das ein Komfort? Was? Lügner voraus. Verrat voraus. Was? Goldene Rune 10. Verrat voraus? Das sieht aber echt aus wie so eine Geheimtür, ne? Ah, das Spiel will halt einen flachsen, ne? Und das schaffen die auch immer wieder. Das schaffen die halt, die Schweine. So. Da oben möchte ich gerne hin. Und hier möchte ich auch gerne hin. Michaelas Lilie. Mhm. Oh, Moment, was war das? War hier irgendwas? Ich dachte, ich hätte es leuchten sehen. Hab mich wohl vertan. Oder ich habe die Dinger hier gesehen. Das kann natürlich auch sein. Lügner voraus. Was? Ich denke dann immer, die meinen die Wand. Die Wand ist ein Lügner, weil es gar keine Wand ist. Aber wahrscheinlich interpretiere ich zu viel da rein. Hey, wie soll man denn da hochkommen? Vielleicht von hier? Mhm. Ja, das sieht gut aus. Heldenrune 2. Erstaunlich wenige Gegner hier. Dafür, dass man hier so viele Sachen bekommt. Ich sollte meine Schnauze halten, wahrscheinlich. Aufstehen! Ab zur Schule! Die Dinger sind so ekelhaft. Bah. Tut mir leid, Kollege. Benötigtes Objekt voraus. Ist das so? Dann schauen wir uns das mal an. Da liegt einer. Huch, habe ich dich geweckt?
Oh mein Gott, da kommen die Fliegenden. Mach mal dich erstmal. Ich glaube, der andere ist ein bisschen gefährlicher. Nice. Was? Ich habe geblockt. Und ich habe nicht darauf geachtet, dass unser LP runtergeflogen ist, wie sonst was. Oh, ich habe das nicht gemerkt. Oh, wieder viel zu selbstsicher gewesen. Ich trottel, alles deine Schuld, Rache. Verdammt. Ja, so passiert das eben manchmal. That's life, friends. That's life. Okay, wir kommen da ganz schnell wieder hin. Ich lasse alle schlafen, die schlafen wollen. Ich wecke niemanden. Ich will einfach nur meine Ruhen wieder. Wobei, das dürften gar nicht so viele sein, oder? Das dürften gar nicht so viele Runen sein, aber ich würde sagen, so 4.000, 5.000 waren das bestimmt. Werd's ja gleich sehen. Oh, geh weiter schlafen, alles ist gut. 16.000! Wow. Du ekelst viel. Du widerst mich an. So, okay. Schlaf ruhig weiter. So, mit Blitzschaden. Mit Blitzschaden geht alles ein bisschen schneller. Kein Geheimgang. Und hier ist eine Sackgasse. Runenbogen, danke. Und Geisterflammenpfeile. Das kann doch hier keine... Aber wo ist der Boss? Oder habe ich hier irgendwas übersehen? Habe ich irgendwas übersehen? Was bist du? Plumpe Person voraus. Schön. Okay. Na, das kann ja nicht alles gewesen sein. Irgendwas habe ich da übersehen. Bist du ein Geheimgang? Muss ich jetzt jede Wand aufbrechen oder was? Hm. Geh doch mal gerade zurück. Vielleicht haben wir tatsächlich irgendwas übersehen. Hm. Bogenschütze voraus. Ja, alles gut. Der hat einfach wieder hingelegt hier. Der hat einfach wieder hingelegt. Ich fass es ja nicht. Nice. Alter Reißzahn gehört jetzt uns. So, jetzt die Frage, wo müssen wir denn lang? Hier? Geht's hier lang? Aber von hier kamen wir doch. Oder? Lügner voraus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das hier schon gesehen haben. Und dann da weiter. Was ist das hier oben? Oh, hallo. Wo geht's denn hier hin? Wo geht's denn hier hin, Freunde? Die sind ja jetzt schon aggro. Wir haben doch noch gar nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Okay, ist Sackgasse. Die kommen nicht mehr zurück. Das heißt, die Flucht nach vorne. Die sind schon aggressiv. Das heißt, ich muss die angreifen.
dann mache ich das doch. Mache ich nicht gern, weil die Dinger sind eigentlich sehr harmlos. Aber gut, bevor die mich ummurksen, murks ich die um. Was sind die denn alle so sauer? Mikellas Lilie. Haben wir die nicht schon gefunden gerade? Kristallwurfpfeile haben wir. Ja, wunderbar. Und frosttauende Boli. Auch das gefällt mir gut. So, wo ist man denn hier? Ja. Ziemlich weit im Berg schon drin. Tschüss. Dankeschön. Wahrscheinlich muss ich da selber runter. Gleich. Weil hier gibt es nichts mehr. Okay. Schau ich mir das Loch doch mal an. Bloß nicht zu weit runterfallen. Nicht zu tief. So. Hopp. Hopp. Das ist doch nicht etwa? Nein. Was? Finger versuchen, aber Loch. Oh, nee, danke. Frostfett. Nein, danke. Ich brauche kein Frostfett mehr. So. Okay. Da ist der Bossfight. Ist jetzt die Frage, kriegen wir das hin? Na klar. Oder? Oh, Kreuzfahrer-Scheusal. Der für einen Bums drauf. Alter, macht der auch mal Pause? Der macht keine Pause. Was ist denn mit dem? Wie krank. Mann, Gaspar, let's go. Alter. Ich glaube, bei dem muss man sehr aggressiv sein, weil wenn man hier die ganze Zeit abwehrt, der haut drauf. Der geht einfach weiter rauf. Höhle der Verlorenen. Okay, ich überspringe euch mal. Ich hoffe, das ist okay. Ich hoffe, ihr fühlt euch nicht beeinträchtigt oder benachteiligt. So. Hier ist das Loch. Einmal hier, einmal dort. Hier. Dort. Und. Autsch. Soll ich mir hier die Laterne mitnehmen? Vielleicht. Vielleicht. Die kann ein bisschen ablenken. Weil der Typ, der dreht ja richtig am Kackrad. Laterne, hau mal rein. Ja, ganz recht. Kollege, ich bin hier. Oh, sie ist aber auch gleich im Eimer. Alter, der war auch wirklich... wirklich krass drauf. Oha, wir haben sein Schwert bekommen. Großschwert der goldenen Ordnung. Das sah sehr interessant aus, das Schwert. Und so wie er das geschwungen hat, scheint das schon sehr schnell zu sein, aber heißt ja nichts. Wo ist es denn? Der großen Ordnung. Ist es hier? Nö. Ein Großschwert. Wo habe ich denn hier die Großschwerter? Hm, hier. Ah, ich kann es nicht nutzen. Natürlich, uns fehlt der Glaube. Ein Großschwert aus Licht. Nach dem Vorbild des Elden Rings.
geschmiedet von König Radagon als Symbol für die Lehren der Goldenen Ordnung. Eine der legendären Waffen. An der Waffe finden sich immer noch Beweise, dass dies das Großschwert ist, das seine erste Frau Renala ihm einst verlieh. Oh, schön. Schöner Fund. Interessantes Schwert. Eine legendäre Waffe haben wir gefunden. Nicht schlecht. Werden wir nie nutzen können. Mit unserem Krieger hier, aber... Aber hey, so ist das eben manchmal. Puh. Also haben wir hier auch diese... Da wartet er immer noch. Diese Höhle der Verlorenen gefunden. Ich chill mal gerade eine Runde. Stufenaufstieg. Ah, ganz knapp. 20.000 brauchen wir. Weißt du was? Die holen wir gerade. Wie viel kriegen wir hier? 35? 20.000. Let's go. Und schon können wir eine Stufe erhöhen. Was möchten wir denn erhöhen? Geschick. Kondition. Ausdauer wird nicht erhöht. Warum nicht? Wieso nicht? Gibt es da einen Grund für? Gibt es da einen Grund für? Ich wüsste jetzt keinen, ehrlich gesagt. Ich mach mal Kondition. Weil das würde ich gleich setzen mit Kraft. Wie sieht eigentlich unsere Ausrüstung aus? Mittlere Last haben wir hier immer noch. Okay. Ich bin eigentlich noch ganz zufrieden hier mit der Ausrüstung, mit Malikets Ausrüstung. Die würde ich gerne noch anbehalten, bis wir eine neue finden. Bis wir denn eine neue finden. So, jetzt aber zu zwei. Jetzt würde ich gerne zu... zu unserer Markierung Nummer 2. Die ist hier oben irgendwo. Aber da kommen wir nicht hoch von hier. Wie kommen wir denn da am besten hin? Von hier? Von hier vielleicht? Wahrscheinlich müssen wir durch den Nebel ein Stückchen zurück. Wenn der Nebel hier noch ist, der ist noch hier. Ja, ja, ja. Ist ein Traum. Ist ein Traum. Aber ich glaube, so kommen wir besser an unsere Nummer 2 heran, oder? Kriegt man diesen Nebel irgendwie weg? Der nervt mich. Alter, der nervt mich ohne Ende. So, von hier müsste das eigentlich gehen. Wenn ich jetzt schnurstracks auf die 2 zulaufe... Müssten wir die nicht eigentlich schon sehen? Was ist das? Was ist das? Will ich das überhaupt wissen? Wahrscheinlich nicht. Oh, da ist ein Gebäude auf jeden Fall. Albinaurischer Turm. Interessant. Untersuchen. Ihr müsst das Rätsel lösen, um einzutreten. Ein Rätsel gibt es also. Was ist das denn hier? Okay, Moment. Wo ist denn das Rätsel? Verwirrung versuchen. Was? Ich kann gar nichts sehen. Okay. Der wurde hier gerade gespawnt, oder? Wird er wieder gespawnt? Wohl nicht. Schmetterlinge, danke sehr. Was machen die hier, diese Schmetterlinge? Ja, was ist mit dem Rätsel? Was für ein Rätsel soll das denn sein?
Okay, das Tor ist noch zu. Aber hier gibt es keine Aufgabenstellung, außer diese... Was? Aufrufen versuchen. Wen aufrufen? Was ist denn hier los? Oh mein Gott. Was bist du denn gewesen? Blutfleck, ich kann mir schon denken, warum er gestorben ist. Ja, schlau. Schlaues Kerlchen war das. Aufrufen versuchen. Aber wen? Habe ich die hier? Habe ich die da? Kann man die aufrufen? Nein, nein. Asche der Flugmarionettensoldaten, das sind die nicht. Nein, auch nicht. Mausoleumsoldaten sind es auch nicht, nein. Habe ich die überhaupt hier? Tonmensch. Ne, das sind die nicht, ne? Ratten, das sind Hunde. Das hier sind Halbmenschenasche. Werden die auch nicht sein. Skelettbanditen, das sind die alle nicht. Ich kann die gar nicht aufrufen. Also die beiden hier. Kann man die irgendwo finden? Asche der niederen Soldaten, das sind sie aber nicht, oder? Nee, 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 nee. Ich glaube, wir brauchen die richtige Asche dazu. Soll ich mir mal merken? Sollte ich mir mal merken? Also wenn ich irgendwann mal diese Kollegen hier habe, dann werde ich hier nochmal wiederkommen. Also das brauche ich nicht. Aber, ja, ich mache hier mal den hier. Ist hier sonst irgendwas? Also es sieht jetzt nicht so aus, als wäre hier irgendwas. Das Ding hier, das weiß ich gar nicht, was das ist. Wir wollten aber hier zu dem Baum. Und da würde ich auch gerne immer noch hin. So, zum Baum und dann hier, was auch immer das hier ist. Und als letztes dann hier hin. Ist jetzt ein grober Plan, aber vielleicht hilft das ja. Vielleicht ist das ja der richtige Weg. Mal gucken. Wir werden sehen. We will see, we will see. Geweihtes Schneefeld. 4, 5 nicht, sondern 3 da oben irgendwo. Müsste der Baum sein. Ich hoffe, der Nebel lichtet sich wieder, weil der nervt mich. Mann, 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 der nervt mich wirklich. So, geradeaus und dann müssten wir eigentlich schon vor dem Baum stehen. Theoretisch. Und praktisch auch. Die sehen ganz komisch aus. Die sehen wirklich ganz, ganz komisch aus, diese Leute hier. Was bist du? Nichts. So, sehr schön. Tschüss. Die sehen ganz komisch aus. Ganz komisches Völkchen ist das. Was machst du denn? Wer schießt denn da mit diesem Scheiß auf uns?
Wer ist das? Sehr ekelhaft. Warum wirft er denn diesen Scheiß oder spuckt diesen Kacke auf uns? Da hinten ist jetzt nichts, oder? Nee. Dann gehen wir mal auf ihn los. War der hier ums Eck? Ja. Hast du diesen Scheiß gespuckt? Adieu. Okay, mit Schild. Ohne Schild. Okay. Alter, diese Moves. Trifft auch noch. Was hat der denn für eine Waffe? Eine lustige Waffe. Warum können wir die nicht looten? Mann. Okay, was ist das hier? Irgendwelche Steinformationen, irgendwelche Steinplatten oder... Ah, da könnte man... Ja, hoch nicht, aber man könnte von da wieder runter. Okay, das heißt, ich muss hier weiter. Den Berg entlang und noch weiter hoch. Verstehe. Ja, das kriegen wir hin. Ja, das kriegen wir bestimmt hin. So, her mit dem Zeug. Mist! Glück gehabt, okay. Hier sind sehr viele von diesen... Na, komm schon. Von diesen Kügelchen, von diesen blinzelnden und blinkenden... Okay, der ist am Schlafen. Vielleicht kriegen wir von ihm die Waffe. Fände ich ganz cool. Leider nicht. So, da hinten ist... Ah, da ist dieses Dorf, wo wir noch nicht hin möchten. Aber ich glaube, von hier aus... Was ist das? Was ist das für ein Donner? Das hört schon wie ein Drache.